Herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori und ich habe einen Food Haul für euch. Ja, wir haben einen neuen Schrank, einen Froster, der ist riesig, deswegen ja, ist das hier ein bisschen schwieriger jetzt mit dem Hinstellen. Genau. Tja, und mit Frosterkram fangen wir an. Wir haben ein Päckchen Himbeeren. Ich jetzt gleich weg. Genau. Dann haben wir einmal saure Sahne. Dann einen Marzipankuchen und einen Marmorkuchen. Schokokuchen, nicht Marmorkuchen. Die Hitze ist wohl ein bisschen viel geworden. Dann Feuerdrachen, die sollen wohl sehr scharf sein. Dann, was natürlich nicht fehlen darf, Connors tolle Rolle für die Schule. Einmal Champignons, ganz, ganz wichtig. Dann Yum-Yum-Nudeln, einmal Huhn, einmal Ente. Junior hat die nämlich jetzt auch für sich entdeckt. Dann einmal Eier. Drauf. Einmal Salami und Backkakao. Das ist die günstige Variante vom Lidl. Ich finde aber, die schmeckt genauso gut, wenn nicht gar noch besser wie diese teure. Ja, was haben wir denn da noch? Genau. Hier haben wir einmal Milka Erdbeeren. Dann für die Mama dunkle Schoki mit Nuss. Das ist 60% Kakaoanteil. Genau. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, die Billigmarke vom Rewe hatten sie nicht. Wundert mich eigentlich, dass Zartbitterschokolade mal ausverkauft ist. Einmal Pflanzenmargarine. Kidneybohnen, daraus werde ich Brownies machen. Ich denke, das werde ich euch auch abfilmen. Genau. Dann. Einmal passierte Tomaten oder wie Junior sagen würde, Rentner-Tomaten. Backpulver, ganz wichtig. Dann sind noch mitgekommen zweimal dieses Oatly Hafermilch, da sie meine Lieblingsvariante mal wieder nicht hatten. Und ja, drei Packen Haarmilch. So, unseren Essensplan dürfte ich eigentlich im Kopf haben, genau. Morgen machen wir Pizza selber. Am Freitag gibt es Chili, Freitag und Samstag. Dann Männer hat Geburtstag und wünscht sich Chili, deswegen auch die Kuchen. Eigentlich wollte ich selber backen, aber irgendwie das, was ich da dafür brauche, hatten sie im Geschäft mal wieder nicht. War alles leer gekauft. Haben sie wieder alle Angst, dass der Feiertag Kind und man dann nichts mehr zu essen kriegt oder so. Keine Ahnung. Genau. Montag, Dienstag gibt es Bulgursalat. Moment, was gibt es Mittwoch, Donnerstag? Moment. So, habe auf meinen Spickzettel geguckt. Zweimal grillen habe ich noch total vergessen. Wir haben nämlich Fleisch. Da
Da Junior bei einem Lotteriedings sie gewonnen hat, haben wir für 30 Euro Grillzeugs holen können. Ja. Das ist so der Essensplan der nächsten Woche. Und ja, den Großteil hatten wir zum Glück noch da. Wir haben jetzt nicht so viel gebraucht. Deshalb, genau. Vergesst nicht, Abo dazulassen und ein Like wäre auch sehr, sehr schön. Eure Cori.